eintragen, weil jetzt begrüße ich unsere nächste Speakerin, die fantastische Caro Kauer. Woo! Vielen Dank. Oh mein Gott. Ach du je, es ist so krass. Okay, ich bin sehr nervös, vor allem wenn ich das jetzt hier dieses Ausmaß sehe. Freue mich aber extrem hier zu sein. Mein Name ist Caro Kauer. Ich bin vor 2 Wochen 31 Jahre alt geworden und bin Mama von 2 wundervollen Kindern. Und schon habe ich einen Blackout. Oh mein Gott, es ist Wahnsinn. Ja, ich habe mich die letzten Monate mental auf diesen Tag vorbereitet. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und habe über die OMR gesprochen. Es ist super krass. Jeder hat zu mir gesagt, Caro, wie krass, du sprichst auf der OMR. Und ich merke es jetzt selber, oh mein Gott, es ist wirklich super krass. Und jeder hat zu mir gesagt, fast jeder, ey, du musst mit Zahlen um dich werfen. Du musst sagen, wie krass du bist. Du musst sagen, wie geil du bist. Und da wurde mir eine Sache bewusst und die wurde mir klar, warum meine Geschichte vielleicht zu einer Erfolgsgeschichte wurde, wenn man das so nennen mag, weil ich mich nie verstellt habe für niemanden. Und das werde ich heute auch nicht tun. Ich werde euch heute meine Geschichte erzählen, wie ich es geschafft habe, aus Eisling heraus, aus meinem Creator-Dasein, ein Multimillionenunternehmen zu gründen oder zu erschaffen. Und das auf meine Weise. Das ist so ein kleiner Overview, was euch erwartet. Wir fangen direkt an. Meine Eltern kommen aus Polen. Ich bin zweisprachig aufgewachsen und habe meine Kindheit, meine Jugend in Eisling auch schon verbracht und bin da auch nie weggezogen, wie ihr wisst. Und habe Fußball gespielt in der Oberliga. Das Problem daran war, dass ich mich dann irgendwann verletzt habe und das nicht irgendwann, sondern kurz vor meinem Sportabi. Und da konnte ich dann mein Abitur, ich habe mein Zeugnis nicht bekommen, ich musste das dann quasi nachholen und stand vor der Entscheidung, mache ich zum einen eine Ausbildung oder chill ich ein Jahr, bis ich mein Abi-Zeugnis bekomme und habe mich dann dafür entschieden, direkt eine Ausbildung zu machen, weil das für mich einfach verschwendete Zeit gewesen wäre. Und dann habe ich die Ausbildung zur Personaldienstleistungskauffrau gemacht, in der klassischen Zeitarbeit, das war die Schule meines Lebens. Ich bin wirklich schon gefühlt in der Ausbildung nach 3 Monaten losgezogen in die verschiedensten Industriegebiete und habe wirklich Klinken geputzt, habe versucht, eine Dienstleistung zu verkaufen, die nicht so angesehen war. Und es hat mich wirklich, teilweise, ich habe mir die Zähne daran ausgebissen, was aber für mich wirklich unfassbar wichtig war, auch so eine Erfahrung zu machen. Habe ganz viel nebenbei gejobbt und so weiter. Ich habe dann festgestellt, dass ich einen kreativen Ausgleich brauche und habe dann in der Hochzeitsfotografie ein bisschen Fuß gefasst. Ich glaube, ich hatte dann recht schnell ein gutes Auge, zumindest die Hochzeitspaare, die haben immer geweint, wenn sie die Bilder gesehen haben. Und das hat mir dann wiederum geholfen für meine Arbeit als Content Creatorin. Das habe ich dann während der Ausbildung mal angefangen und jetzt Achtung, nicht erschrecken, mein erstes Bild. Ja. Und ich weiß auch nicht, dieser Satz, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Ja, könnt ihr lesen. Also bei den Haaren, I don't know, was ich mir dabei gedacht habe. Auf jeden Fall am 17.08.2014 ging mein erster Post online. Ich habe mit Spiegel-Selfies angefangen, also wirklich so wie ihr es hier seht. So ging es dann weiter. Ich habe Insta einfach so genutzt für mich als so kleine Galerie. Meistens ist es bei mir so, meine Kleidungsstücke, die verschwinden irgendwo im Nirvana meines Kleiderschrankes. Und dann habe ich da schon immer gedacht, das ist so eine coole Galerie, ich kann mich inspirieren lassen. Und habe dann aber schnell gemerkt, dass sich viele von euch, von der Community, inspirieren haben lassen. Ich habe immer mehr Likes bekommen, immer mehr Follower bekommen. Und habe dann recht schnell, ich glaube, ich hatte damals 5000 Follower, eine Kooperationsanfrage bekommen von einem Startup übrigens hier aus Hamburg. Ich weiß nicht, ob es die noch hat. Esperando Hamburg, vergesse ich den nie, vergesse auch den Namen, das Label nicht. Ich durfte mir 3 Mützen und 3 Schals aussuchen. Ich bin ausgerastet, ich bin richtig ausgerastet. Ich so,
Ich darf mir 3 Schals aussuchen. Ich glaube, ich habe 5 Wochen lang nur noch Werbung für die gemacht. Ich habe auch erstmal nach dem Kleingedruckten gelesen und gesucht, aber gab es nicht. Es war wirklich Produkt gegen Werbung sozusagen. Und habe dann langsam realisiert und verstanden, dass das ein Business dahinter sein kann. Aber auch das hat noch ein Weilchen gedauert. Ich hatte 25.000 Follower und da war ich dann auf meinem allerersten Blogger-Event, weil ich war ja aus Eisling. Meine Bilder waren auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich habe das auch teilweise vor der Haustüre gemacht. Ist alles nicht sehr Pinterest- und Insta-tauglich. Und wie gesagt, in Stuttgart alles sehr in Kinderschuhen, deshalb hat das auch recht lang gedauert. Und mittlerweile habe ich wirklich ganz, ganz viele, ein ganz großes Team im Rücken. Ich habe Fotografen, mit denen ich zusammenarbeite, Videografen. Ich habe ein ganz, ganz tolles Management mittlerweile, Hypelab, irgendwo sind sie. Und ich habe ganz tolle Kunden, Kooperationspartner, auf die ich sehr, sehr stolz bin, weil ich unfassbar gerne mit denen zusammenarbeite. Habe ein Backoffice, was mich so ein bisschen organisiert im Hintergrund, was man so nach außen hin vielleicht gar nicht sieht. Und ich habe mir auch in dem Zuge, als ich mich hier vorbereitet habe, überlegt, warum ist dieser Account, Caro Kauer, diese Person, warum ist der auf diese Art erfolgreich? Ich mache mir da wirklich selber immer so ein bisschen Druck, ich versuche immer Mehrwert zu liefern, immer euch zu inspirieren und immer mehr zu machen. Und ich glaube, dass ich die Dankbarkeit nie verloren habe. Also ich raste immer noch bei jeder Kooperation aus. Ich finde es immer noch geil und ich kann es immer noch nicht glauben, weil ich habe ja vorher zu Beginn gesagt, meine Eltern sind aus Polen gekommen. Wir hatten null Mittel für gar nichts. Manchmal mag das immer so scheinen in meinen Stories. Ich baue gerade ein Haus, es ist alles super materiell, aber das ist alles wirklich aufgebaut von null an. Also ich hatte keinen Background und es war, ich kann mich daran erinnern, ich war in meiner Kindheit, wir haben 2-mal im Jahr einen blauen Sack voller Klamotten bekommen von Freunden meiner Eltern und wir durften uns da Kleidungsstücke aussuchen. Das war für mich Geburtstag und Ostern und Weihnachten zusammen. Ich habe es gefeiert, aber ich weiß halt, es erdet mich einfach. Wisst ihr, was ich meine? Und das habe ich, glaube ich, in der ganzen Zeit von Insta in dieser meist doch auch oberflächlichen Welt nie verloren und das würde ich euch gerne auch ans Herz legen, seid immer dankbar für das, was ihr erleben dürft und gerade wir auch als Creator, das vergisst man oft, oft wird alles so selbstverständlich und da hoffe ich immer, dass auch meinen Kolleginnen das dann auch so geht, dass sie trotz allem noch auf dem Boden bleiben und es auch schätzen und zu schätzen wissen. Und ganz wichtig, warum ist das alles erfolgreich, weil ich das auch immer predige, man muss fleißig sein. Man kann nicht sagen, oh, ich will auch ein Influencer werden, ich möchte auch Produkte vorstellen, aber dann halt dafür nichts machen. Ich kenne ganz viele solcher Fälle, die dann sagen, oh, ich will das und dann passiert nichts. Und dann kommt nach einer Woche eine Story, ah, ich habe mich schon wieder eine Woche nicht gemeldet. Und dann denke ich mir so, ja, aber dann kann es nicht erfolgreich werden. Also Fleiß, ganz, ganz wichtig. Um das Ganze mal in Zahlen zu fassen, ich habe ja schon zu Beginn gesagt, Zahlen finde ich persönlich nicht so wichtig, weil das oft gar nicht so viel aussagt. Ich habe so einen kleinen Schwank, ich muss aufpassen, weil ich habe ja nur 20 Minuten Zeit, ich schweife immer ab, aber einen Schwank habe ich aus dem Leben, nämlich ich hatte 50.000 Follower. Und ich habe meinen Kooperationspartner, das war eine schwedische Modemarke, ich habe da das erste Mal auf Provisionsbasis gearbeitet. Und dann habe ich einen Haul gedreht. Der eine oder andere wird vielleicht so ein Haul von mir kennen. Ich ziehe die Sachen an, zeige es im Spiegel. Und dann habe ich glaube, einen Monat später eine Auswertung bekommen. Und ich habe diesem Kunden mit diesem Haul, mit nur 50, also nur ist natürlich schon auch viel, aber damals nur 50.000 Followern, habe ich diesem Kunden 66.000 Euro Umsatz gebracht mit diesem Haul. Und deshalb ist es so wichtig, gar nicht so auf die Follower-Zahlen zu schauen, gerade wenn hier vielleicht Kunden aus dem Social-Media-Bereich sitzen, sondern es ist die Qualität, die wichtig ist, die Qualität der Community. Ich habe schon immer geschaut, dass
die Follower, die bei mir sind, die sollen wegen mir da sein. Ich verlose keine 20 iPhones oder 30 Thermomix im Monat, sondern ich möchte, dass die Follower da sind. Und wenn die Follower gehen, dann ist das für mich auch fein. Aber die, die bleiben, die haben einfach Bock auf das, was ich mache. Und das ist die Qualität dahinter. Trotzdem, Zahlen dürfen nicht ausbleiben, habe ich gehört bei der OMR. Ich habe 548.000 Abonnenten. Die durchschnittliche Storyviews liegen bei 220.000. Ich habe schon über 2500 Bilder hochgeladen. Die durchschnittliche Kommentare liegen bei 14.400 durchschnittliche Likes und die Engagement Rate ist bei 3,8%. Die letzten drei Werte, die ich gerade vorgelesen habe, die sind jetzt nicht so krass gut. Das mag auch daran liegen, dass ich oft Bilder poste, wo ich schon von vornherein weiß, die kommen nicht gut an. Das sind Quotes, das sind irgendwelche Detailbilder. Aber ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und ich möchte Dinge machen, die mir Spaß machen. Und mein Account, ich liebe es einfach, mich kreativ auszuleben. Und ich liebe es, nicht darauf zu schauen, etwas zu posten, was andere feiern, sondern was ich mag. Und das ist nachher für mich wie so eine Setcard für den Kunden. Der guckt drauf und ich finde einfach die Ästhetik unfassbar wichtig. Spätestens, als ich das Label gegründet habe, Caro Kauer Label, habe ich festgestellt, wie stark die Community ist, die ich im Rücken habe. Ich habe nämlich 2019 mit diesem schwedischen Modemarkenhersteller, dem ich damals zu viel Umsatz gebracht habe, recht schnell das Angebot bekommen, eine eigene Kollektion zu machen. Ultra ausgerastet, ultra gefreut und habe das alles über E-Mails gemacht. Also ich habe die Kleidungsstücke geschickt bekommen, per Foto, die Mitarbeiter von dort haben es angezogen. Ich habe es dann abgesegnet oder halt eben nicht abgesegnet. Ich habe gesagt, ja, breiter, oversize. Und letztendlich habe ich die Teile erst beim Shooting gesehen in Schweden. Und dann habe ich schon so gedacht, okay, ja, schon cool und eigentlich schon ganz geil, aber das hätte ich anders gemacht, hätte ich es in der Hand gehabt, das hätte ich nochmal verändert, den Stoff hätte ich auch anders gewählt. Diese Kollektion, die war wirklich groß, also von der Menge, und die war auch innerhalb von Minuten ausverkauft. Und für mich war klar, also da hat es mir natürlich voll in den Fingern gekribbelt, für mich war klar, wenn mein Name irgendwo draufsteht, muss es zu 1000% passen. Und das war dann die Geburt sozusagen vom Label, weil ich gesagt habe, so, und das mache ich alleine. Und dann haben wir das Label gegründet im Januar 2020. Stolpersteine, wichtig. Wir haben einen Namen damals gewählt, wo wir abgemahnt worden sind. Wir haben das zuvor nicht geprüft. Richtig blauäugig einfach. Aber auch das war wieder die Schule meines Lebens. Ich dachte, oh mein Gott, wie peinlich. Jetzt muss ich sagen, ich habe mein Label eröffnet, musste wieder zumachen, musste die Sachen, ich konnte teilweise umnähen lassen, wo es aber fett drauf stand. Das musste dann verbrannt werden. Also diese Anwaltskanzlei, die mich damals abgemahnt hat, die hat auch gar nicht mit sich reden lassen. Ultra doof. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, also wenn wir das jetzt nochmal machen, dann nur unter einer Prämisse. Und zwar, dann muss es, obwohl ich mich da ganz lang dagegen gewehrt habe, meinen Namen tragen. Weil alles andere wäre jetzt verbrannt. So, ne? Ich will jetzt nicht noch mal einen Namen ausdenken. Und so entstand dann Caro Kauer, das Label, im Herbst 2020. Und haben dann auch recht schnell, und im Herbst 2020 haben wir direkt gestartet mit B2B-Kunden. Breuninger, About You, P&C Düsseldorf, das waren so die ersten drei. Mit denen habe ich schon zuvor gearbeitet. Und sie haben gesagt, ey Caro, jetzt ist es interessant, weil diese Marke, die du bis jetzt aufgebaut hast, seit 2014, mit diesen langen Haaren, wie ihr wisst, seit da gibt es dich schon, seit da gibt es Caro Kauer und deshalb ist es jetzt interessant. Und so haben wir gestartet, das war für uns eine riesengroße Ehre. Wir haben im November 2020 einen Pop-Up-Store kurz vor dem harten Lockdown eröffnet und haben mit diesem Store unseren Online-Shop-Umsatz nochmal verdoppelt, obwohl teilweise schon Ausreiseverbote waren. Also es war wirklich sehr, sehr erfolgreich und haben dann im Sommer, um auch das alles nochmal so ein bisschen in Zahlen festzumachen, unsere Mitarbeiteranzahl verzehnfacht. Also das ging wirklich alles Schlag auf Schlag. Mittlerweile sind wir 50 Mitarbeiter
Und das ist für mich total nicht, also ich kann das nicht realisieren. Ich laufe da immer ins Lager rein oder ins Office und habe das Gefühl, ich gehe halt arbeiten zu meinem Arbeitgeber und kann das, ich check das gar nicht, dass ich ja der Arbeitgeber bin. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall, im Herbst haben wir die B2B-Partner verdreifacht. Mittlerweile sind es fast 10 B2B-Partner und es macht halt 30% unseres Gesamtumsatzes aus. Und das ist wirklich richtig nice, weil wir damit einfach gut planen können. Weil B2C, das weiß man nicht, das kann man schlecht abschätzen, aber B2B, da merkt man auch, dass sie auch die Chargen, die sie ordern, immer größer werden und immer mutiger werden, weil sie merken, dass die Mode ankommt. Also nicht nur bei meiner Community, sondern eben auch da draußen. Und da versuchen wir also schön zu spreaden. Im November 2021 gab es einen Schlüsselmoment so ein bisschen, und zwar haben wir ein Parfüm-Lounge-Event organisiert, unser erstes Influencer-Event. Und da möchte ich euch einfach nochmal die Power hinter diesem Account zeigen und gehe nachher noch auf die New Businesses ein. Genau, wir hatten 6000 Parfums und ihr müsst euch ja mal vorstellen, das ist natürlich ein Produkt. Man kauft die Katze im Sack online. Also es gab dieses Parfum nirgendwo zu riechen und ich war super skeptisch. Also ich bin generell immer sehr skeptisch und zweifle immer plötzlich an allem. Und wir hatten eine 2 Wochen Planungsphase für dieses Event. Ich habe gesagt, wir haben davor dann so geschätzt, na, wie viel verkaufen wir? Und ich war mit die Optimistischste im Team und habe gesagt, ja, so 1500 verkaufen wir. Weil ich meine, die Leute haben es nicht gerochen. UVP 89 Euro, ist nicht wenig, aber es war ein sehr, sehr besonderes Parfüm, muss man auch dazu sagen. Wir hatten eine Reichweite auf dem Event von meinen Influencer-Kolleginnen und Freundinnen mittlerweile von über einer 7 Millionen Reichweite. Wir sprechen hier erstmal nur von Followern. Wir hatten 13 Partner an der Seite, die uns geholfen haben, das in 2 Wochen alles umzusetzen. Und Leute, dieses Parfüm ging online. Wir haben natürlich geguckt, wie können wir die Influencer dazu bringen, um 21 Uhr zu posten. Ohne Briefings, ohne jegliches. Wir haben uns den Kopf zerbrochen, haben das, glaube ich, sehr gut hinbekommen mit einem Countdown. Und dann ging das online. Und ich habe dann, ich glaube, nach 7 Minuten aufs Handy geschaut und habe mal geguckt, so, oh, und wie läuft's? Läuft's an? Und dann waren es nach 7 Minuten, waren schon 2500 Parfums weg. Und ich weiß nicht, also am nächsten Morgen, ich bin aufgewacht und das Parfum war restlos ausverkauft. Wir haben danach nochmal 6000, also nochmal genau die gleiche Menge, 3 Monate später gerestockt. Die war auch nach, ich glaube, nach 2 Tagen weg. Wir sind jetzt wieder dran, nochmal zu restocken, weil viele haben natürlich in diesem Parfum ein Lieblingsparfum entdeckt. Und da wollen wir natürlich das nicht aus dem Sortiment nehmen. Und wir sind am Parfüm 2.0 dran. So sah das aus. Wir haben das natürlich sehr Pinterest-mäßig gemacht, aber in Eisling. Schön back to the roots. Wir haben so ein Gärtnerhäuschen angemietet und so sah das aus. Genau, noch zum Abschluss. New Business, also alles, was so ein bisschen ansteht. Ich will auch hier nochmal dazu sagen, in meinem Kopf rattert es die ganze Zeit. Ich habe unfassbar viele Ideen und ich bin auch bei mir im Unternehmen sehr bekannt dafür, dass ich immer schnell mache. Ich bin super ungeduldig, ist vielleicht nicht so meine Stärke, aber ich hasse Meetings. Ich hasse es. Das ist Zeitverschwendung. In der Zeit, wo wir 2 Stunden Meeting halten, hätten wir schon längst an irgendwas arbeiten können. Deshalb halte ich das, also es gibt natürlich immer noch Meetings, aber wir halten sie recht kurz und ich lasse mein Team immer komplett rennen und versuche, meine Werte, die ich habe, und ich meine, ich bin sehr familiär und versuche, diese Werte ins Unternehmen zu bringen. Und das ist mir so wichtig, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und deshalb haben wir hier so eine kleine Aufstellung. Das ist nicht irgendeine Aufstellung, denn wir haben vor 3 Wochen ungefähr, war ich in Köln und habe eine Holding gegründet. Und wie ihr hier oben am Namen seht, die Karukauer Family ist geboren. Und da war mir am Namen einfach schon wichtig, auch wenn wir ein Konzern jetzt offiziell sind, war mir wichtig, diesen Familienaspekt beizubehalten. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Wir sind immer noch im Wachstum. Ich möchte, dass diese Werte in diesem Unternehmen
solange ich es führe, nicht verloren gehen, weil ich einfach das Gefühl habe, genau auch das Vertrauensvolle. Also ich gebe meinen Mitarbeitern so viel Vertrauen. Die dürfen losrennen, die dürfen ihre Ideen umsetzen. Die fühlen das. Also das sind meine Mitarbeiter, die arbeiten so, als wäre das deren Baby. Und das ist so viel wert und deshalb versuche ich viel zu geben. Wir machen Mitarbeitersport zusammen, wir essen immer zusammen, ich gucke, dass immer genug Getränke da sind. Also ich habe immer so ein Rundum-Sorglos-Paket für meine Mitarbeiter und versuche auch jeden Tag dran, drüber nachzudenken, wie kann ich meine Dankbarkeit äußern, dass die so krass sind einfach. Und auch da wieder Dankbarkeit, ganz, ganz wichtig. Und um die Caro Kauer Family noch mal ganz kurz zu beschreiben, wir haben einmal das Label, wir haben die Kids-Kollektion, die erweitern wir jetzt. Es kommt die Männer-Kollektion, also alle Männer unter euch. Ab Ende des Jahres gibt es auch eine Männer-Kollektion. Es wird auch eine coole Kooperation geben mit Paul. Ich weiß nicht, wo Paul ist. Also auch da, das wird auf jeden Fall auch richtig cool. Da planen wir auch ein schönes Event. Auf jeden Fall Accessoires sind wir weiter dran. Unser Wein launcht jetzt am Wochenende, am Samstag. Da bin ich auch schon sehr, sehr stolz und bin auch da schon wieder skeptisch. Auch hier kaufen wir die Katze im Sack, aber da versuchen wir auch ein Erlebnis zu schaffen, ein cooles Event zu schaffen. Und ich hoffe einfach, dass der Wein dann allen schmeckt, so wie mir schmeckt, nämlich mit 30 Acker. Wer noch nicht, also noch kein 30 Acker Wein probiert hat, der sollte da auf jeden Fall zu dem Stand rüber zu Jochen. Und genau, dann Caro Kauer Store. Ich habe diesen Drang, diese Familie so ein bisschen zusammenhalten, diese Caro Kauer Family. Und mein Wunsch war es schon seit eh und je, dass wir alle unter einem Dach arbeiten. Und habe jetzt ein passendes Objekt gefunden. Also ich bin wirklich immer sehr risikobereit, muss ich auch dazu sagen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es für das Unternehmen sehr wichtig ist, dass wir die Laufwege verkürzen, dass wir alle unter einem Dach sind. Und deshalb ziehen wir dieses Jahr noch in die Buntweberei nach, wisst ihr wohin? Nach Eisling. Genau, richtig, sehr gut. Da bleiben wir, also wir bleiben bei unseren Wurzeln und da gibt es dann den Store, da gibt es ein Café, da zeige ich euch gleich ganz exklusiv Einblicke, die hat noch niemand gesehen. Und genau, dann bin ich immer noch als Caro Kauer KG, das ist meine Influencer-Firma und die Kauer Consulting, die ist auch ganz neu. Da betreuen wir zum Beispiel auch andere Influencer, die auch Bock haben auf ein eigenes Label zum Beispiel. Und da unterstützen wir wie in so einem Baukasten. Also wenn zum Beispiel ein Influencer XY oder Creator oder eine Persönlichkeit, die sagt, ich möchte ein eigenes Brand haben, da kann man eben von Design bis hin zum Fulfillment, kann man bei uns das sozusagen buchen und wir übernehmen das. Und ich muss auch dazu sagen, Fulfillment, ganz wichtig, ich versuche generell, das Unternehmen breit aufzustellen. Also ich möchte zum einen, also was ich ja so richtig krass finde, dass 50 Mitarbeiter da, also bei mir arbeiten. Ich feiere das so sehr, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ich glaube, da gehört einfach auch so ein bisschen Glück dazu, neben Fleiß und allem, was ich schon erzählt habe. Und da ist es einfach nur wichtig, jetzt habe ich schon wieder ein Blackout, egal, also mir kommt es bestimmt gleich. Ach genau, die Fulfillment-Geschichte, mich breit aufzustellen. Ganz am Anfang habe ich gesagt, ich möchte die Fulfillment-Geschichte direkt bei uns haben. Und einfach aus dem Grund, wenn wir mal out sind, wenn unsere Kleidung nicht mehr gekauft wird, um einfach nicht mehr so blauäugig in die ganze Sache reinzugehen, dann haben wir unsere Logistik bei uns. Auch alles Learning by Doing. Wir haben wirklich keine Spezialisten bei uns. Ich lasse immer alle losrennen, ich weiß, die haben alle Bock und wir sind damit einfach super erfolgreich. Und da haben wir einfach, wir sind breit aufgestellt und wenn das Label irgendwann mal einfach nicht mehr in ist, dann haben wir zumindest ein Fulfillment. Und wenn ihr dann Influencer seid und ein Fulfillment braucht, dann wisst ihr, wo ihr euch melden könnt. Genau, dann läuft natürlich über die Consulting auch das Café und die Events. So, meine Zeit ist um, jetzt zeige ich euch noch eine Sache, beziehungsweise zwei Sachen. Das ist das Caro Kauer Café. Das hat wirklich noch keiner gesehen, die Konzeption. Das sind Moodbilder. Es wird alles sehr, sehr dunkel, sehr exklusiv. Mit ein paar Farbtupfern in diesem Royalblau und Dunkelgrün. Und der Store, der direkt daneben ist, wird sehr, sehr hell gestaltet sein. Einfach, wenn die Kleidungsstücke ein bisschen bunter sind, dass man da auf jeden Fall einen ruhigeren Background hat.
Und ja, in diesem Sinne, ich habe immer ganz viele Träume. Ich hoffe natürlich, dass das nicht unser letzter Store bleibt. Und deshalb sehen wir mal, was noch passiert. Ich bedanke mich. Ich hoffe, ich konnte euch in irgendeiner Weise inspirieren. Tausend Dank, Caro. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.